heute mit einem Rezept vorbereitet, das ich mit euch kochen werde. Und zwar Fleischbällchen mit Tomatensauce. Für das Rezept braucht ihr ca. 600 Gramm Faschiertes, passierte Tomaten, etwas Mehl, ein Ei, Gewürze, Paprika, Salz, Gewürzmischung, Knoblauch und Petersilie. Das erste, was wir jetzt machen, ist, dass wir das Faschierte würzen. Und zwar geben wir dazu ein wenig Salz. Gewürzmischung. Das ist leer. So. Dann ein wenig Paprika. Genug. Ein wenig Knoblauch. Und ein bisschen Petersilie geben wir auch rein. Das genug. Und ich persönlich gebe auch ein Ei dazu rein. Einfach nur für die Festigkeit. Das vermischen wir jetzt alles hier schön. Nachdem wir hier jetzt das Faschierte gewürzt haben und vermischt, machen wir jetzt Fleischbällchen draus. Ich habe hier jetzt schon welche gemacht, ein paar. Ihr könnt sie klein machen, groß, mittelgroß, also wie man es am liebsten hat. Ich mache sie halt so ungefähr mittel, sagen wir so. Ich habe meine Fleischbällchen jetzt fertig geformt. Aus 600 Gramm Faschiertes habe ich jetzt hier 9 Fleischbällchen bekommen. Nachdem wir jetzt hier unsere Fleischbällchen schön geformt haben, werden wir sie jetzt im Müll anbraten. Schön durchbraten. Und immer wieder bitte wenden, damit sie auch nicht verbrennen. Unsere Fleischbällchen sind jetzt fertig gebraten. Die legen wir aber zuerst mal auf die Seite. Die haben jetzt Pause kurz. Während die Fleischbällchen jetzt Pause haben, machen wir weiter, indem wir einen Topf nehmen, ein bisschen Öl reingeben. Ein bisschen mehr. Genau. Lassen das jetzt ein bisschen, bis das Öl heiß wird. Jetzt geben wir 2 Löffel Mehl rein. Und rühren das. Nachdem sich jetzt das Mehl dann aufgelöst hat, geben wir Paprika rein. Paprika geben wir ca. 2 kleine Löffel, würde ich sagen. Aber nicht volle. Und fügen jetzt die passierten Tomaten rein.
Nachdem wir jetzt die passierten Tomaten auch reingegeben haben, am besten einen Deckel nehmen, weil das spritzt wie verrückt. Geben dann aber noch Wasser rein, 300 Milliliter circa, und lassen das jetzt 10 Minuten circa kochen. Und natürlich immer wieder dazwischen rühren. Nachdem wir das jetzt 10 Minuten lang gekocht haben, werden wir noch 150 Milliliter Wasser dazugeben. Vermischen. Und werden das jetzt mit Salz ein bisschen würzen. Je nachdem, wie viel man möchte. Also. Vermischen das jetzt wieder schön und geben auch noch ein bisschen Zucker rein. Keine Angst, das wird nicht süß am Ende sein. Nur ein wenig. Und geben jetzt die Fleischbällchen rein. Nachdem jetzt die Bällchen alle drinnen sind, lassen wir das jetzt noch circa weitere 15 Minuten kochen. Nach weiteren 15 Minuten sind unsere Bällchen mit der Tomatensauce endlich fertig. Zu den Fleischbällchen mit der Sauce empfehle ich euch Kartoffelpüree dazu. Man könnte auch Reis dazu machen. Ich habe es aber noch nicht probiert, weil ich und meine Jungs es am liebsten mit Kartoffelpüree essen. Ja, und das war's. Viel Spaß beim Nachkochen. Und bis zum nächsten Mal, eure Nikis Mami.